Moin Leute, bevor diese Folge jetzt losgeht, noch ein kleiner Hinweis vorab. Ihr braucht gleich nicht verzweifelt eure Lautsprecher überprüfen oder die Lautstärke rauf und runter regeln oder euch für vielleicht semi-taub zu halten, denn mir ist in dieser Aufnahmesession leider ein kleiner Fehler unterlaufen und ich habe die Tonspur von 7 Days to Die, also vom Spiel selber, nicht mit aufgezeichnet. Das heißt, ihr seht jetzt das Spiel, hört und seht mich. Aber leider kein Game. Ich hoffe, dass das trotzdem funktioniert und dass ihr an den nächsten 6 Folgen dieser Aufnahmesession trotzdem Spaß haben werdet. Dann, ja, melde ich mich mal ab. Bis gleich. Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Partie 7 Days to Die. Und ich hoffe, ihr kommt gut in diesen Montag. Wenn meine Notizen richtig sind, sollte das heute Montag sein. Ja, viel zu viel Kram, viel zu wenig Platz. Das alte Leid, nicht? Dann lassen wir mal hier die Magnum-Munition. Das hier kann ich zerlegen. Das habe ich sowieso in der Tasche. Moment hier mal. Dich nehme ich jetzt mal mit und tue dich hier hin. Die Magnum-Munition tue ich hier hin. Hab ich Klebeband? Habe ich, also kann ich mit dem Stoff und hieraus nochmal ein Klebeband machen, dann habe ich auch wieder eine Tasche frei. Kaffee. Nope. Brauche ich nicht. Die Donnerbüchse kann ich auch erstmal hier lassen und auch die Schiene. Was ist das hier? Ja, komm. Jetzt komm. Dankeschön. Das lasse ich erstmal hier. Auch die 762 mm Munition, genauso wie die. Alter! Schrotflintenmunition. Ich war der Meinung, ich hätte jemanden gehört. Gut, das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die Motoren mit. Gucken mal, wie weit wir da kommen. Das gleiche geht für die Elektroteile. Acid auf jeden Fall. Auch den Sprit und das war's. Oh, irgendwas habe ich noch aufgenommen. Ach, Öl, glaube ich. So viel wie ging. Jo, dann stratzen wir mal wieder zurück mit unseren vollen Taschen Richtung Heimat, um dann endlich dieses Auto hier zu looten, was wir schon gemacht hatten. Nee, endlich eine Werkbank herzustellen. Wir hatten ja 2 Skillpunkte. Ich weiß nicht, ob ich die da reinpacken wollte, aber komm, jetzt können wir einen Clawhammer herstellen, wir können eine Werkbank herstellen. Who cares? So. Hier wäre natürlich auch nochmal geil. Mit einer. Ich habe null Ausdauer und Hunger. Also wir müssen deswegen dringend nach Hause, um nochmal was zu essen. Und dass wir uns vielleicht endlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war mit meinen Teilen schon so weit, dass ich hätte ein Minibike herstellen können. Wegpunkt speichern. Looten. Schaufel. Schau. Fell. Schauf. Was auch immer. Das ist die Kirche da hinten. Nee, dass wir genügend Teile zusammen haben, um uns ein Minibike herstellen zu können. Das wäre natürlich noch cool, aber erstmal brauchen wir einen Clawhammer, dann eine Werkbank und dann können wir endlich die Teile zusammensetzen. Wenn ich denn endlich mal zu Hause bin. Nehme ich überhaupt auf? Ja, und ich habe auch den Timer gestellt. Wobei, als ich gerade noch mal kurz geguckt habe, müsste ich in etwa, habe ich Plastik in der Tasche? Ja, müsste ich in etwa tatsächlich sogar die 21 Minuten grob geschafft haben. Per Zufall. Also sonst habe ich eigentlich nicht so ein gutes Zeitgefühl, aber das macht ja nichts. Da wir Plastik dabei haben, können wir hier auch eben kurz die Straße noch säubern von dem Gedöns. Den müssten wir schon gelootet haben. Jo, lassen wir aber mal da liegen. Schadet ja nichts. Ach so, und dafür habe ich jetzt auch wieder nicht genug Ausdauer. Komm, mal hin. Wie weit sind wir denn noch von zu Hause weg? Was sagt denn die Karte?
Ach, geht hier noch diese dicke, hässliche Straße entlang. Und dann haben wir endlich hoffentlich bald mal ein Gefährt hier. Wobei ein Auto, ne? Also ich habe ja beim letzten Mal schon festgestellt, ein Auto ist ja um einiges geiler, einfach auch wegen des Loopplatzes, ne? Aber wir wollen mal nicht übermütig werden und ich bin ja schon froh um überhaupt irgendein Gefährt. Und wir haben es ja diesmal tatsächlich so gemacht, dass wir direkt das Fahrrad übersprungen haben, obwohl wir dafür ja viele Teile gefunden haben, dass wir hätten das eine oder andere gar nicht selber herstellen müssen, um ein Fahrrad zu bauen. Zu können, zu tun. Tut mir leid, es ist ein bisschen warm hier immer noch. Auch wenn es heute tatsächlich schon kühler ist als die letzten Tage, aber irgendwie die Wohnung hat das scheinbar noch nicht ganz mitgekriegt. Draußen hatten wir dann heute im Schnitt 26 Grad, hier in der Wohnung war trotzdem noch 28 bis 30, je nach Raum. Also der Wohnung war das. Gelinde gesagt, total egal, dass es eigentlich schon kälter ist. Sie dachte trotzdem, es wäre eine gute Idee, dass wir hier uns ein abschwitzen. Aber naja, wollen wir uns nicht beschweren, dass wir endlich Sommer haben, die 2 Wochen. Na komm schon, Junge, gib Gas, die letzten Meter hier. Aber jetzt möchte ich hier endlich mal diesen alter Müllhaufen-Klumpen da wegmachen. Gut, sehr schön. Bitte einsammeln, einsammeln. Dankeschön. Dort ein hin, hier ein hin. Hua, rückwärts bitte. Jupp. Oh. Gibt's hier schon wieder was Neues? Nee. Wie sieht es da hinten aus? Noch alles dicht, was dicht sein soll hier. Nicht, dass hier irgendjemand irgendwo vermeintlich eingebrochen ist oder sowas. Ne, alles gut. Der Wandtresor ist auch noch ungeknackt. Hallo? Dankeschön. Oh, endlich wieder auf dem Zuhause-Dach. Hui! Mais, Aloe Vera, Mais, Kartoffel. Gut, hier haben wir eine Händlerkiste, glaube ich. Da kann das dann mal rein. Auch diese gefütterten, wobei da muss ich ja. Will ich erstmal gerne hier den Farbstoff draus entfernen. Der wird nämlich nicht mitverkauft. So. Dann haben wir hier so eine Technikkiste, glaube ich. Nee, das ist Munitionskiste. Habe ich hier irgendwas für? Habe ich hier Kohle drin? Jawohl. Da haben wir hier die Kohle. Dann kann ich auch die Farbe hier reinpacken. Noch irgendwas? Nö, ich glaube nicht. Ha. Ha. Packen wir hier erstmal das weg, was vermeintlich vielleicht irgendwie für Flüssigkeiten, Garten, was auch immer zuständig ist. Ach ja, oh. Es gab ja eine neue Beta. Und es gibt diese neuen Knöpfe. Behälter sortieren. Dann Take Items to fill up existing inventory stacks. Und Take All. Wobei das hier, weiß ich nicht, was das ist. Ach so, da hatte ich dann. Ah, Verstehe ich zwar nicht, aber gut. Vielleicht wird sich das noch im späteren ergeben und plausibel sein. Gut, so hier erstmal ein so ein lecker
Dingens schnabulieren. Dann hätte ich gerne noch mal eine neue Kiste. Gesicherte Aufbewahrungsholztür. Wobei, wir können ja, glaube ich, auch Nägel machen, ne? Nägel. Da hätte ich jetzt gerne einfach mal 50 Stück. Alter. Danke, dass ich diesen Lehmbrocken auch mal nehmen darf. Supi. Dann möchte ich gerne mit den Nägeln hier Rezepte sowas herstellen. Jetzt richten wir uns hier zwar schon wieder mehr oder weniger häuslich ein, aber ja gut, dann ist das so. Da sind Essensdinge. Kommt da noch was? Ja. Da ist das Lagerfeuer. Was haben wir hier noch für eine Kiste? Ach nee, das ist die Händlerkiste. Das hier war, glaube ich, meine, keine Ahnung was, Kiste. Okay, dann kommt das hier in die Händlerkiste. Kommt da noch eine? Eine kommt noch. Eine kommt noch. Eine kommt noch. So, hier habe ich das und das drin. Dann Lagerfeuer. Achso, das kriege ich da nicht hin, weil da Zeug drüber hängt. Okay, dann hängt da gleich kein Zeug mehr drüber. Also Mist. Oh, jetzt ist da noch diese blöde... Ist zwar jetzt nicht unbedingt zuträglich für diese Dingens, aber mein Gott. Was soll's. Wobei, eigentlich müsste ja eigentlich das hier mehr ab. Und ich glaube, das ist es auch, was, was hier blockiert. Und gar nicht das Dach, was oben drüber ist, sondern mehr hier dieser umlaufende Sturz. Hatte ich eigentlich noch eine Wrench gefunden? Ich weiß es gar nicht. Ja, du hast nicht genug Ausdauer. Komm, hör auf zu heulen, Junge. Mach hin. Dankeschön. So, jetzt kommt nämlich hier ein Lagerfeuer hin. Damit wir das hier, da ist auch wirklich alles raus, ne? Ja. Da ist zwar noch ein bisschen Holz drin, aber... Das ist mir jetzt auch vollkommen Wurstbrot. Gut. Hier hinten packe ich jetzt einfach erstmal kurz Technik rein, damit ich wieder ein bisschen mehr Platz in den Taschen habe, was so alles als Technik firmieren könnte, unter Technik firmieren, was auch immer. So, das hier oben ist die Händlerkiste. Gut, dann gehen wir an diese Kiste. Nee, Knochen hat man da, glaube ich, nicht drin. Und hier ist jetzt alles Erste Hilfe, Essen, also Wohlbefinden oder sowas im weitesten. Hatte ich hier auch Nitrat drin? Ich weiß es gar nicht. Komm, Nitrat, Knochen. Blop, blop. Oh, da unten habe ich noch Kaffee drin. Wir nehmen mal 11 Fackel, damit ich die...
Es ist egal, was ich mache. Ich kann sie anklicken, ich kann dann draufhalten. Das ist toll, das Messer kann ich nehmen, Alter. Ah. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt hier draufklicke. Ach doch, das geht doch. Wunderbar, Gott sei Dank. So. Dann kann ich die hier eigentlich auch wieder zerlegen. Die brauche ich, glaube ich, nicht. Falsche Kiste. Was ist denn da unten schon wieder los, Leute? Oh nein. Mit was repariere ich die? Mit einer Reparaturkiste. Mit einer. Einem Repair-Kit. Reparieren. Dankeschön. Was wollte ich jetzt? Das wollte ich jetzt. Okay, dann nehmen wir den da weg und den hier hin. Huch, das war jetzt irgendwie unsinnig. Ach, was mache ich hier eigentlich? Das dauert alles viel zu lange. So. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Können die da nicht hoch? Nee. Dann ist ja gut. Sonst noch jemand hier ohne Fahrschein? Ah, hier. Die grünhäutige Prinzessin. Hä? Achso, hier drüben. So, jetzt ist aber gut hier. Ich bin oben am Umbauen, Leute. Da habe ich keine Zeit für. Da war der Block ein bisschen zu hoch gesetzt. Zack, zack. Huch. Nee, hier wollte ich nicht hin. Am Counter vorbei. Gut. So. Also, da wir sowieso gleich an Lebensmittel dran müssen, an die Lebensmittelkiste, kann ich auch eben hier die Pflanzen ernten. Um dann hier nochmal an die Lebensmittelkiste dran zu gehen und dementsprechend alles zu verwursten, was da reingehört. Nee, Steine gehören da nicht rein. Schaufeln, genau. Essbare Schaufeln. Ist wie Esspapier. Okay, die Fackel sollten wir vielleicht auch irgendwo mal wieder anpinnen. Kann ich sie daran machen? Ja, tatsächlich. Was haben wir denn hier drin? Waffen und Gedöns. Okay. Und dann muss aber kurz oder lang auch der doofe Kram hier in der Mitte weg. Der. Ne, hier diese Metallreling oder was auch immer. Dann packen wir hier mal diesen ganzen Kram rein. Ja, komm. Kommt da auch Stoff und Klamotten rein. Und halt eben diese komischen Parts. Boah. Da ist hier neben die Waffenkiste mit Waffen, Munition und Papier und sowas, hier Federn, davon, davon. Eine doppelläufige Schrotflinte. Hey, noch mehr Kram. Okay,
Hier ist die Händlerkiste, da kommt dann erstmal wieder das da rein. Dann haben wir da nix. Hier Lehm und Knochen. Da kommt dann auch Nitrat rein, sehr schön. Glas, auch meinetwegen Zement und hier ist die Technikkiste. Das macht die Sache alles nicht leichter. So, das ist hier auch drin. Meinetwegen auch Pflanzenfaser. So, hier ist Werkzeug nicht drin. Habe ich irgendwo eine Kiste, wo Werkzeug drin ist und sowas? Nehmen wir die hier vorne. Das hier vorne ist jetzt unsere Werkzeugkiste. Da ist alles drin, was wir an Werkzeugen haben. Oder auch sowas hier. So, eine Taschenlampe sollte ich behalten. Haben wir hier Technik, da kommt noch das Acid rein. In diese Müll, was auch immer Kiste kommt so ein Krams. Es wird und wird nicht besser. Tausende von Federn. Technik. Klamotten. Ja, dann kommt ja auch noch Zement rein. Und meinetwegen das und das. Und diese Kiste behalte ich erstmal noch. Da kommt sowas zum Einschmelzen rein. Irgendwie so. Vielleicht, gegebenenfalls. Ich bin mir noch nicht sicher. Schießpulver. Das darf doch in die. Ist es nicht. In diese Kiste. Wuhu. So. Meine Fresse. Das war jetzt aber auch eine schwere Geburt, Leute. Hier könnte ich nochmal 40 Nägel herstellen. Was? Ich bin 50%, meine Fresse. 15 Sekunden brauche es. Und ich habe aber ein bisschen mehr drin. Also kann ich auch eigentlich hier den Kram gleich hier rein verwursten. Wenn es denn irgendwann mal möchte hier. Nee. Dankeschön. So. Wunderbar, da haben wir ja so ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon ein Thumbnail habe für diese Folge, denn die ist auch schon wieder vorbei. Aber jetzt haben wir zur Not das hier. Gucken wir mal, was davon schöner ist. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann hoffentlich endlich mal den Dingen hier zuwenden, dass wir unsere Werkbank gezaubert kriegen. Reines Mineralwasser. Kann da, glaube ich, auch. Ausdauerherstellung 15, ne, ach nee, 20 Wasser, 24 Wasser, 34, ja komm, schlürfen wir mal das hier und dann kann das da auch wieder weg. Wo war denn die Kiste mit dem Klamotten? So, also nächste Folge, werden wir uns dann endlich mal hier Werkbank und Gedöns widmen. Ich sage Dankeschön fürs freundliche Zusehen, hoffe, dass wir uns hier alle in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, tschüssi!